Jetzt kommen wir zum letzten Kampf, das ist gegen Mantis und die hat es natürlich in sich. Deswegen werde ich hier mal klar gleich Booster einsetzen und wir mit der Steuerung natürlich zu kämpfen haben. Und Android, vor allem Gamer, betrifft das. Gerade mit älteren Smartphones, dann ist es natürlich von Vorteil, die Booster einzusetzen. Es ist jetzt auch nicht so schlimm, denn ich habe einige Booster, ab und zu mal kaufe ich mir einige Booster durch ersparte Units. Dann ist es so, durch Treuepunkte dann ist es natürlich nicht so wild. Na, also Booster sind okay zu verwenden, es schadet nie und daher starten wir mal den Kampf. So, das Allerwichtigste ist, Mantis ist sehr fies. Das heißt, sie hat mehreren Buffs, sie hat Buffs, wo sie spiegelt, die Schläge zum Beispiel, wie man sehen kann. Geht dann sehr schnell was weg. Aber das ist nicht so wild. Man kann sie trotzdem erledigen. Aber im Einzelmodus geht das meistens schwer. Deswegen werden wir jetzt gleich in den Nullmodus wechseln. Weil Nullmodus ist einfacher. Der Haken aber ist, Mantis jetzt hier zu versuchen auszulocken, Attacken sind sehr schwer. Aber mit ein bisschen Glück schaffen wir es. So. Dann ist natürlich das Schlimmste dran. Ohne einen Nullmodus wird schwierig. So, jetzt haben wir den Nullmodus und haben richtig schön, jetzt können wir 20% machen und können richtig viel Damage machen. Denn hier ist es einfach wichtig, so schnell wie möglich Damage zu machen, damit es überhaupt nicht zu ihrem Sonderbuff kommt. Und jetzt ist auch ihre Spiegel-Buff hier nicht drauf. Jetzt kann ich richtig schön nochmal meinen Relikt benutzen, dann nochmal schön eine SK2 gleich raushauen und zack und zack und zack. Und zack. So, jetzt mal nochmal schön nochmal draufhauen, schön und zack. Und dann nochmal schön draufhauen und eine SK1 nicht mal nötig, denn die ist weg. Und wenn dir das Video gefallen hat und es dir auch geholfen hat, wie man sie zu besiegen hat, eine Methode natürlich, es gibt viel mehrere Methoden, dann vergiss mich nicht zu abonnieren und den Kanal zu liken. Wie gesagt, es ist eine meiner Lieblingsmethoden mit Nick Fury. Und deswegen habe ich sie dir gezeigt. Vielleicht werde ich aber auch, wenn mehr Kommentare sind, auch andere Methoden zeigen.